Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Greenlight-Spiel, diesmal Death to Spy 3, das schon eigentlich im Greenlight-Check durch ist, also im Greenlight-System durch ist, weil es wohl in 5 Tagen sehr gut gewotet wurde. Ich habe das Ganze eigentlich schon angefangen gehabt, ist mir aber leider die Aufnahme ein bisschen abgeschmiert. Ich habe es zum Glück noch rechtzeitig bemerkt und habe den ersten Versuch schon mal gefailt gehabt, deswegen ist das gar nicht so schlimm. Ich habe jetzt nicht viel gemacht. Ich habe gerade nur eine Wache überwältigt und mir seine Klamotten geklaut. Das Ganze ist ein Stealth-Action-Spiel, das so ein bisschen an Hitman erinnert. Und ja, das Tutorial habt ihr jetzt verpasst, aber da habt ihr nicht viel verpasst. Also es gibt die Möglichkeit, sich eine Waffe zu nehmen. Vorzugsweise, oh, da sind sogar die Hakenkreuze dran. Und ob das nicht zensiert wird, muss ich mal schauen. Ja, man kann sich eine Waffe nehmen. Man kann sich hier langsam fortbewegen oder auch schnell, aber hauptsächlich langsam, damit man nicht auffällt. Das wird nämlich dann oben angezeigt, ob man sich für die anderen auffällig verhält. So. Ich weiß ja noch schon, was passiert. Hier um die Ecke steht nämlich ein Wachmann, den ich ausschalten muss. Dessen Kleidung muss ich nämlich auch nehmen, denn hier sind nur Offiziere erlaubt. Deswegen lege ich den mal hier in die Ecke und ziehe mir seine Klamotten an. So, und jetzt bin ich schon gleich unauffällig unterwegs. So, was schön ist, ich kann mich hier auch als Wache jetzt hinstellen und seine Position übernehmen. Bin ich unauffällig. Oh, scheiße. Der wird die Leiche finden. Er hat die Leiche gefunden. Fuck. Okay, bisher macht er aber noch nichts mit der Leiche. Und jetzt geht er einfach weg. Ja, geil. Na, das ist ja Genius. Das ist ja eine Genius. Oh, hier sind überall Nazis. Das ist ja eine geile KI, würde ich mal sagen. So. Ich muss die irgendwie ablenken. Und irgendwie ging das mit Lichter ausmachen oder anmachen. Oder dem Radio benutzen. Vor allem, muss ich mal ganz fix, man kann mit Q hier die Waffe auswählen. Ich überlege mir gerade, das Messer zu nehmen. Aber dann kommt die andere Wache da in den Weg. Deswegen lieber das Strangulierseil, da kommt nämlich schon wieder die andere Wache. Tja, wie schalte ich die am besten aus? Ich denke mal, wenn sie hier rüber gerannt kommt, sneak ich mal von hinten an die Wache ran. Jetzt zum Beispiel, wenn er sich gleich umdreht. Obwohl, das Spiel hatten wir schon mal. Gucken, was passiert, wenn ich ihn abboxe. Ah, so. Ich kann ihn lautlos fertig machen. So, und jetzt stellen wir uns als Wache hier wieder hin. Tun so, als wäre nie was passiert. Das müsste eigentlich das erste Einsatzziel gewesen sein. Ihr habt da oben links die Anzeige, welche Einsatzziele man hat. Der läuft erstmal am Toten vorbei. Jetzt ist er wohl. Mit dir alles in Ordnung? So. Verdammt, er ist tot! Ja. Nein, 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 er hat mich nicht gesehen!
Oh, scheiße. Okay, okay, hier komme ich durch. Okay, warte, warte, warte. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ich bin eine Wache. Ich bin eine Wache. Mal schauen, ob das jetzt auffällt. Eine Wache. Nein, nein, nein! Oh, leck mich doch am Arsch! Er ist dort! Hilfe! Oh, scheiße, ich bin fast am Arsch! Und ich bin tot. Oh, komm! Nein, Tutorial hat mir... Alter, jetzt muss ich ganz von vorne wieder anfangen. Diesmal mache ich das aber nicht so. Ach, leck mich doch am Arsch. Ja, komm, er schießt mich. Er ist dort! Und restart. So. Ich schieße jetzt. Nicht den Wachmann. Was ich eigentlich gerne machen würde. Also gut, machen wir es nochmal von vorne. Zuerst den hier erwürgen. Dann seine Klamotten klauen. Jetzt laufen wir zu dem ersten Ziel. Ich hoffe zumindest, dass das erste Ziel ist. Ich den jetzt nicht umsonst hier abmurkse. Okay. Das sollte ich nicht. Front Gate. Ist jetzt direkt das Ziel hier, glaube ich. Ja. Also eins ist erledigt. Okay. Hoppala. Nicht zuschlagen. Ich weiß jetzt nicht, welchen ich als nächstes abmurksen müsste. Ich glaube auf jeden Fall den hier oben, der zählt als mein Ziel. So richtig, richtig sicher bin ich mir da aber nicht bei. So. Nein! 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 Oh. Komm. Gucken, wenn ich meine Klamotten wechsle. Nee, dann bin ich immer noch suspicious. Hier hinten ist natürlich keine Deckung. Ein Fremder! Er ist da! Alter! Er ist da! Dort ist er! Hey. Ich hab ihn verloren! Dort ist so. Er! Nein! Ah, oh, Bullshit! Einmal probiere ich das jetzt noch, wenn das jetzt auch wieder so scheiße abläuft, ne? Dann gebe ich's auf. Ich könnte ausrasten. So, du lauf mal in deine Ecke und qualm eine. So, jetzt habe ich die Soldatenklamotten, ja? Kann ich eigentlich... Na, ich kann das Sturmgewehr nicht mitnehmen. Hallo, ich hätte gern das Gewehr. Könnte ich das dann beim nächsten Mal anders machen? Ja, nee, nee, du bist... Ich bin nicht auffällig, ich bin hier aus einem guten Grund.
gehe ich erstmal hier unten lang, ja? Machen wir es mal anders. Oh, hier stehen ganz, ganz viele Wachen rum. Okay. Hier sind richtig, richtig viele Wachen. Und ich werde schon wieder beobachtet. Wie schalte ich die denn aus? Also er ist keins meiner Ziele, wenn ich das richtig mitbekomme. Ich brauche andere Klamotten. Zwei stellen sich jetzt dahin. Ho, ho, ho. So, 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 schalt ihn aus. Oh Gott, war das knapp. So, jetzt mal ganz fix, genau, so einen schönen trendigen Anzug angezogen. So. Oh, hallo schöne Frau. Musik rastet jetzt auch gerade wieder richtig, richtig aus. Ah, jetzt beruhigt sie sich. Körper habe ich mal einfach liegen. Das hätte vielleicht die Tür hinter mir zumachen sollen. Das wäre, glaube ich, ganz schlau gewesen. Okay. Okay, 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 okay. Ich finde es cool, wie die einem hinterher schauen. So, den lasse ich da mal einfach liegen als, ne? Als Lockmittel für die zweite Wache. Die werde ich nämlich dann gleich abmurksen. Hoffe ich zumindest. Oder auch nicht. Scheiße, der ist tot. So. Ja, du bist tot. Finde ich nicht so gut. Aufstehen, Soldat. Komm schon. Wieso musst du schießen? Ich habe euch beide sauber ausgeschaltet. Jetzt irgendwer gehört? Ich würde mal vermuten, ja, weil blöd sind die Wachen ja bestimmt auch nicht, oder? Leichen, nichts gut. Schalt die jetzt alle einfach aus. What the fuck? Verdammt! Er ist dort! Alter, fick dich doch, du das ist ein Scheiß-Game. Ist das ein Drecksspiel? Alter, Vater. Oh, mir vergeht die Laune. Boah, also. Mir ist jetzt echt die Lust vergangen, das jetzt nochmal zu machen. Und deswegen würde ich jetzt auch mal so ein kleines Fazit ziehen. So, angefangen mit dem, wie es spielerisch so ist. Also die Steuerung finde ich teilweise ein bisschen kompliziert. Vor allem, wenn man die Waffe wechseln will, um sich vorzubereiten.
zieht er automatisch die Waffe. Das heißt, man kann die Waffe nicht wechseln, wenn man sich unauffällig bewegen möchte. So, das führt dann natürlich dazu, dass man nicht rechtzeitig irgendwie das Messer oder dieses Strangulierseil gezogen bekommt. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja, die KI ist jetzt auch nicht unbedingt die hellste. Die verhält sich ein bisschen blöd. Ich meine, wenn ich direkt neben dir vorbeilaufe und dann dich abmurkse und die Wache dahinter sieht auf einmal eine Leiche und mich daneben stehen, naja, dann denkt sie sich erstmal, was ist denn da passiert, anstatt direkt zu checken, dass ich das war. Ansonsten, es sieht zwar ganz nett aus, also da kann ich jetzt nicht meckern, ist halt auch ein bisschen so an die, ja, ist jetzt die Frage, ob das so in Deutschland überhaupt erscheinen wird, wegen den Nazi-Zeichen. Tja, ich würde jetzt einfach mal sagen, also es erinnert mich so ein bisschen an eine Mischung aus dem ersten Splinter Cell und Hitman. Ja, also es ist halt, es fühlt sich so an, als wäre es vor, wann kam Splinter Cell, der erste Teil, raus? Das muss ja auch schon eine Ewigkeit her sein, 2002 oder so? Nee, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu, 2004 oder irgendwie sowas. Also es fühlt sich spielerisch so an, als wäre es schon gealtert, sagen wir es so. Und nicht unbedingt im guten Sinne gealtert. Boah, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also mir hat es jetzt keinen Spaß gerade gemacht, weil sich das spielerisch nicht so richtig gut gehoben hat und nicht so richtig überzeugen konnte. Ich kann mir aber vorstellen, dass es anderen Leuten sehr viel Spaß macht. Deswegen, ich kann jetzt, also wenn ich das mal so vergleiche mit dem, was ich sonst so hatte, da kann ich jetzt schlecht sagen, dass das scheiße ist, weil das war es auf keinen Fall. Für mich persönlich war es aber auch nicht so gut wie die anderen Sachen, die ich jetzt so hatte. Es war weder gut noch schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Also es bleibt das so im Mittel. Wem es gefällt, dem gefällt es halt. Mir hat es jetzt nicht so richtig gefallen, aber ja. Ich denke mal, das kann man so stehen lassen. So als letzten abschließenden Satz kann man halt sagen, wer auf so Stealth-Spiele steht und mal ein bisschen quasi die Stealth-Spiele der älteren Generationen zurückversetzt werden möchte, dem wird das wahrscheinlich sehr gut liegen. Wer damit nicht so viel anfangen kann, der wird damit, glaube ich, keinen Spaß haben. Und tja, damit wäre dann alles gesagt, denke ich mal. Mal schauen, nächste Woche finde ich hoffentlich wieder was anderes, weil diese Woche echt eine Notlösung, dass da nichts Schönes gerade zur Verfügung stand. Deswegen würde ich mal an der Stelle sagen, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche. Macht's gut.